Joni, Alter, ist es der Joni? Laber nicht, Joni, ich küsse doch dein Herz. Hey, was geht ab? Was geht, mein Bruder? Alles gut bei dir? Ja, Bruder, du bist bekannt, ich kenne dich, Bruder. Woher Musik war denn? Musik, dies, das, man hat gehört, man hat gesehen im Gefängnis. Ah, geile Sache, geile Sache. Du bist von den letzten 4, 5 Jahren, glaube ich, bist du hochgekommen, wa? 4, 5 Jahre so Genau. ungefähr? Genau. Genau. Zur gleichen Zeit, als ich angefangen habe, meine Videos zu machen aus dem Gefängnis, zur gleichen Zeit bist du quasi auch da. 2018, 19, so die Zeit, ne? Genau. Warst du im Gefängnis in der Zeit? Ich war ja im Gefängnis, ich bin seit 6 Monaten jetzt draußen, aber in der Zeit war ich im Gefängnis, ja genau. Ah, krass, Alter. Wie lange saßt du denn? 10 Jahre, Bruder. Wegen was, wenn ich fragen darf? Banküberfälle und der letzte ist ein bisschen schief gelaufen. Der letzte, also war eine Serie. Der letzte Banküberfall ist ein bisschen schief gegangen, ist in einer Geiselnahme geendet. Unerwartet, ungeplant, weil das Ding halt schief gelaufen ist. Ja, ist man so ein bisschen, ist ein bisschen eskaliert diesen Tag, weißt du? Genau. Ich habe einen Song, da sage ich Gendarmerie, Polizia, ihr kriegt uns nie, nicht Ja. dieses Mal. Ja, Aber Bruder. 10 Jahre, warum 10 Jahre? Weil es eine Bande war? Nee, Bruder, ich war tatsächlich alleine. Aber es sind halt, also dadurch, dass ich alleine war, dadurch, dass ich imstande war, so abgebrüht quasi diese Überfälle zu machen, haben die gesehen, okay, alles klar, da geht eine hohe Gefahr von ihm aus, ein hohes Gefahrenpotenzial. Der zieht alleine durch einfach. Und dann noch eine Serie von Banküberfällen und dann noch eine Steigerung in der Straftat quasi. Also Banküberfälle werden schon krass geahndet, aber dann machst du noch eine Geiselnahme obendrauf. Das ist eine Steigerung in der Straftat nochmal. Da kennen die, da kennen die nichts, weißt du? Da kennen die nichts. Bei Banken generell, ne? Bei Banken generell und Geldautomaten, die kennen keinen Spaß. Die kennen keinen Spaß. Was? Du, Bruder, wie ist es bei dir? Ich habe gehört, ich habe dich ein bisschen verfolgt letzte Zeit auf TikTok und so. Irgendwie, Film, Serie, irgendwas, irgendwelche Projekte und so, habe ich gehört. Kannst du was noch darüber sagen, oder? Ja, aber es sind irgendwie deutsche Filme, die schaut fast keiner an. Alle sind auf Netflix. Das, was ich da mache, ist auf deutsche Okay. Fernsehen, ARD, ZDF. Ja, Du aber weißt ja, ist doch gut. Krimi, in diesen ARD, ZDF, da spiele ich genau solche Brüder wie dich, die dann Du einen Raum bist, gefallen ne? haben. Warum? Weil du so aussiehst, wie du aussiehst, wa? Weil du wie ein Danke. krimineller Ausländer aussiehst, deswegen. Schön Stereotypen, schön rein da. Immer der schwarzhaarige, bärtige Ausländer. Der ist der Kriminelle. Ich hoffe, dass die sich verändern bald. Ich hoffe auch, aber Bruder, ich glaube, das ist ein, oh, das wird noch sehr dauern. Da sind sehr, sehr viele alte, weiße Männer in den Vorständen, Bruder. Du kriegst sie nicht raus. Die sitzen da fest mit 90, noch Nazi-Zeit in sich. Weißt du, was ich meine? Das wird dauern, Bruder. Das ist ein Prozess, der über Generationen, Vetternwirtschaft und so bei denen. Oh mein Gott, Alter, ich. Ja, die haben mir neulich eine Rolle angeboten, da sollte ich einen perversen Araber spielen. Okay, was heißt genau pervers? In welche Richtung? Ein Perversling sollte ich spielen. Einfach Perversling. Okay. Ohne Für Grund. was? Für was, Bruder? Für was? Das war irgend so ein komischer Kinofilm. Okay. Bruder, darf ich dich fragen, wie bist du an diese Rollen? Also wie kommst du? Machst du so Castings und so? Hast du eine Agentur oder? Weil du bist ja eigentlich Musiker, ne? Ich habe dich als Musiker kennengelernt eigentlich. Ich habe Schauspiel studiert. Musik habe ich nebenbei auf der Straße gemacht. Schauspiel Ah, habe ich richtig okay. studiert. Und wie du gesagt hast schon, man hat eine Agentur und die schickt dich dann zu Castings. Okay, Und okay, okay. manchmal klappt es, manchmal nicht. Okay. Interessant. Bruder, du hast ab und zu, ich habe das Gefühl, du verwendest so ein, du hast aber so eine krasse Stimme, ne? Du redest manchmal, man hat das Gefühl, du hast so einen Stimmfilter drauf, Bruder. Ja, Mann, das klingt so ein bisschen nach Film. Das klingt nach, weißt du wie, das erinnert nach erstens Film, das klingt nach Synchronisation, A. Und B, das kommt, Bruder, ich habe mich direkt an Maskell. Kennst du Maskell? Der immer Maske, kennst du, ne? Ja, der Maskil macht Genau. mir nah. Der Maskil Aber hat mir Bruder, nah gemacht. der macht doch, aber das ist nicht seine Stimme, oder? Der Der macht doch alles Maskil was. macht ein bisschen mehr. Hey Genau. du, du musst jetzt mal hier bleiben. Ich weiß nicht, ob du mich magst, aber scheiß drauf. Der Maskil macht ein bisschen mehr. Aber Bruder, ist das wirklich deine Stimme oder benutzt er einen Stimmverzerrer Nee, oder das ist irgendwas, seine oder? Stimme. Das ist seine Stimme. Der spielt Ist das damit.
Ah, okay. Ich war nämlich die ganze Zeit am Hadern, ob das seine echte Stimme ist, mit der er so gut umgehen kann, oder ob er quasi so einen Stimmfilter drauf angesetzt hat, weißt du? Nee, du kannst das richtig mit deiner Stimme einfach machen. Ah, okay, krass. Geile Sache, Alter. Krass, Hey, krass, krass. Bro, ich habe mich gefreut. Ich bin nur ein bisschen müde. Ich werde noch kurz rausgehen, paar Sachen Bruder, sagen und wieder abhauen, ja? ich küsse dein Herz, ja? Ich küsse dein Herz. Bis zum nächsten Mal. Alles Alles klar, Gute. Mann. Bye, bye. Bye, Ciao, ciao. bye. Einfach mit Joni Live-Match gemacht, Digga. Was geht denn hier ab, Bruder? Ich schwör's dir, sowas feiere ich übertrieben, wisst ihr was?